Naja, willkommen zurück zu Minecraft Sky Family. Warum wollte ich jetzt eigentlich 15 danach sagen? Bla bla bla. Ja, die zweite Folge in Folge alleine. Aber dafür können wir endlich mal ein bisschen was schaffen. Und ich würde sagen, wir starten auf den Server. Los geht's. Und ach Mist, ich stehe hier mitten in der Nacht immer noch allein auf der Brücke. Da habe ich mich ja gestern ausgelockt. Klar, logisch. So, die Kiste hat sich hier schon mal drum gekümmert. Nein, auf keinen Fall. Ist ja klar. So, der Ösiplay hat mir irgendwas von der Farm erzählt und bla bla bla, dass da noch Tropensetzlinge sind, aber kein Plan mehr. Ich weiß nicht mal, ob das sein Haus hier ist. Und ich weiß nicht mal, warum hier die Wand fehlt. Und überhaupt und sowieso. Was machen die hier eigentlich? Das soll mal einer verstehen. Denn ihre Hörerfarm ist genauso laut wie unsere. Hier ist ein Bett. Ist hier eigentlich drin? Oak-Sapling, Jungle-Sapling. Guck mal an! Da sind unsere Dschungel-Saplings. Also einer davon zumindest. Bart-Slaps. Was habe ich jetzt aufgesammelt? Da hinten war eine Spinne. Oh ja. Ich glaube, die kommt jetzt zu mir. Tschüss, Spinny. Blöde Druckplatten. Ehrlich. So. Also ich möchte jetzt auf meine eigene Sky Family gehen. Und wir haben Holz ohne Ende. Allerdings nur Dschungelholz. Naja, egal. Ich werde mir jetzt ein kleines, schönes Standardhäuschen bauen. Und zwar auf Trost Dach. Also auf seinem alten Dach. So als Penthouse-Wohnung. Das war doch so klar. Gleich schon mal vorneweg. Das könnte eine kurze Folge werden. Nein. Oh, Skelette haben sich gegenseitig abgeschossen. Cool. Okay, so kurz wird die Folge dann doch nicht. Aber ich brauche trotzdem erstmal was zu essen jetzt. Und ich hoffe mal, hier spawnen jetzt nichts mehr. Hier stehen ja mittlerweile 1 Million Fackeln in der Gegend rum. Also dunkel ist jetzt auf keinen Fall mehr. Und auf der Mobfarm da oben geht es auch ab. Aber da will ich jetzt auch nicht hin. Und unser Schneemann lebt auch noch. Na, wie geht's dir? Na, oh gut, 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 gut. Oh, du armer Schneemann. Es war ja erst Halloween. Da passt der Kürbis ganz gut. Pass auf, wo soll... Oak Sapling? Hier sind die Jungle Saplings. Na, schönen Dank, lieber Tro. So, sind hier noch irgendwo wer heruntergefallen? Nein. Ich leg die Sapling mal wieder da rein, wo sie eigentlich hingehören. Und mach mal aus dem Knochen hier Bone Meal. Ich verstehe nicht, warum ich nur einen Knochen habe oder warum wir allgemein nur einen Knochen haben. Hui, da ist der Baum. Mit nur 2 Knochen Mehl. So, Baum ist wieder da. Super. Ja. Und dann habe ich natürlich nur noch 9 Eichenholz. Das bedeutet, ich muss hier erstmal noch ein bisschen Holz fällen. Um unser Penthouse aufzubauen, brauchen wir erst Holz. Ich möchte die Seiten nämlich aus richtigem Holz machen und die Innenteile möchte ich dann aus Dschungelholz machen. Ja, ich glaube, das ist ein guter Plan. Also ich möchte die Ecken so, die Eckbalken aus echtem Holz und dann aus Dschungelholz blanken. Die Innenseiten. Habe ich noch Bone Meal? Ja, habe ich noch. Hat nichts gebracht. Mist. So. Ja, von denen haben wir eh genug Saplings. Da kann man auch mal 5 gerade sein lassen. Was haben wir hier? Pumpkin. Hier haben wir auch noch 64 und da und... Oh, da haben wir mehr wie genug davon. Da ist unsere Essenskiste. Wildsuppe! Und Steaks haben wir mittlerweile auch. Sehe ich gerade. Werden da Kühe getötet. Und wie viele Kühe haben wir eigentlich? Auch nicht mehr. 1. Oh, doch ein paar. Und ist hier 1 gestorben? Packen die sich immer noch so doof in die Wand rein? Ich leg das mal da rein.
Wenn es roh ist. Okay, wie viel Holz habe ich jetzt? 19. Ich hoffe, das reicht. 64 und 8, das ist gut. Dro, wir haben sie. 50 Folgen. Mensch, Jürgen. Ja, Dro hat schon mittlerweile über 100. Jürgen, da musst du auch mal weiterspielen, ne? Ja, eigentlich ist er mittlerweile der Ben, so der Einzige, kann man sagen, der noch... So hat der... Ups. Wieso hat der Regale? Dro, alles klar bei dir? Also, jetzt brauche ich ein Plätzchen, wo ich die Treppe hinbaue, dass ich da nach oben komme. Hier außen. Jetzt wären die Elevator cool von Open Blocks. Die würden mir jetzt gefallen. Das sind nur Slabs. Sehe ich gerade. Wie hat denn der die Treppen gebaut? Aus richtigen Treppen oder? Ah, der hat es zugebaut. Okay. Also doch keine. Dann sind keine Slabs. Tro, dein Haus ist so groß und doch so klein mit der blöden Tür da. Ach, weißt was. Hier. Hier. Die ist nämlich 1, 2, 3, 4. Plöpp, 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 plöpp. Und dann werde ich hier mal Treppen machen. Natürlich auch direkt aus Dschungelholz. Das war jetzt nicht mein Plan. Das allerdings. Muss noch eins vorne? Kann es sein? Bin ich jetzt so verwirrt? Fox, guten Morgen. Steh mal auf. So, so, so. Ja, dann mache ich den halt auch noch weg. Ist ja kein Problem. So, das wird unser Aufgang erstmal. Und dann würde ich sagen, der Bereich hier... wird unser Penthouse. Von hier so rüber. Das wird eine Dachterrasse. Genau. Genau. So mache ich das. Allerdings ist so ein Penthouse ja immer kleiner, ne? Mache ich das jetzt so? Nur mal um den Grundriss zu skizzieren. Also, ich mache jetzt hier nicht alles nur einmal ringsrum. Aber so könnte ich das Problem bekommen, dass ich nicht mehr reinkomme. Ja, muss ich die Treppe halt nochmal versetzen. Oh, und es war Tag. Juhu. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, weil wenn ich hier runterfall, dann habe ich ein Problem. So. Dann kommt hier eine wunderschöne Doppeltür hin. Nein, hier kommt nur eine Einzeltür hin. Auf jeden Fall nur eine Einzeltür. Und hier kommt dann so ein Balken hin. Enderman. 1, 2, 3, 4. Natürlich schöne hohe Decken, so wie ich das mag. Nein! Ich habe ihn angeguckt. Wo ist er? Komm her. Komm. Du hast jetzt nicht in den Void teleportiert. Ich hasse dieses Geräusch so was von. Was soll es? So, dann die Ecke hier. 1, 2, 3, 4. Und die Säge. Eins, zwei, drei, vier. Und da hinten noch einmal. Genau. So. Und dann werde ich das hier so rüber und so und so und so. Allerdings gefällt mir die Tür auf der Seite noch nicht so ganz. Ich glaube, ich muss mit der noch hier eins rüber. Aber das ist die Mitte. Ich gehe mal gucken, ob da unten schon ein paar Eichenbäume gewachsen sind.
Enger gefällt mir noch nicht. Den muss ich auch noch umbauen. Ja, wenn es dem Thron nicht gefällt, dass ich bei ihm durch das Haus durch muss, dann werde ich mir meinen eigenen Leitern-Eingang bauen. So hier auf der Höhe kann ich mir dahinter bauen und dann werde ich da meine eigene Leiter nach oben bauen. Was hat er denn hier eigentlich gemacht? Sieht irgendwie komisch aus da. Und das da hinten, der eine Slab. Naja, was soll's. Eichenbäume, ja, das sind wieder welche. 3 Stück gleich. Jetzt wäre eine Lumber-Mod auch was Geiles. Oder die Bedrock-Axe von Road to the Craft. Cool. So, und ich buddel mich hier einfach von Baum zu Baum. Pflanze auch den ganzen Mist hier gleich wieder an. Weil wir werden noch jede Menge Holz brauchen. Also wirklich absolut jede Menge. Oh, da hinten ist ein Creepy. Creepy Creeper. Da gibt es gar keinen Anschluss mehr. Da sollte sich mal einer die Mühe machen, das alles wegmachen. Gehen wir dabei den Enderman töten. Weg war er. Na egal. Oh, erst bei den Mushrooms. Wo ist der Enderman? Hier auf dem Dach. Jetzt ist er hier. Greift er mich gerade an? Na, was soll's. Komm her. Komm, klein Andy, komm. Warum teleportieren die sich untertags eigentlich so viel? Ah, und eine Enderperle mehr. So habe ich mir das vorgestellt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und nicht anders. Um mal wieder den Bayern raushängen zu lassen, hier ein bisschen. Da fehlt auch eine Tür. Und ich glaube, ich habe hier einfach sein Fenster zugebaut jetzt. Ach, was soll's, Droh. Schon wieder kein Holz mehr. Ja gut, dann werde ich hier erstmal die Türen noch machen jetzt. Noch ganz schnell. So. Gibt es jetzt 3 Türen raus. Coole Sache. Aus 6 Holz, 3 Türen. Passt auf jeden Fall. Die Tür werde ich von außen setzen. So. Ja, genau so gefällt mir das. Ich bin jetzt nur am Überlegen, ob ich hier vielleicht noch auch noch Holz hochmach, also normales Holz. 1, 2, 3. Mal angucken, wie es aussieht. Wow, ich dachte schon, da steht jetzt ein Enderman, aber es ist nur Drohs neues Haus. So haben wir die perfekte Aussicht auf Drohs Haus. Oh. Nicht die Sicht auf das Loch hier. Hey, das gefällt mir. Ja, doch. Hier werde ich noch einen Zaun ziehen, eventuell hier außen rum. Genau. So entlang einmal und da so. Das sieht nur komisch aus jetzt. Naja, das kann ich mir ja immer noch angucken. Jetzt werde ich erstmal hier die Wände fertig bauen. Er gehört da aber trotzdem nicht hin. Wo ist es hin? Hier. Na komm. Komm. So. Und das Fenster. Naja, wobei auf der Höhe braucht man eigentlich keine Fenster mehr, oder? Ich will auch nicht nur so Schießscharten, die nur 1 hoch sind. Wobei, wenn da jetzt nochmal das drüber ist und obendrauf nochmal so eine Schicht halt. Ich glaube, ich muss das Ganze noch 1 höher machen. Nee, und das mache ich weg. Sieht doof aus. Ja, ihr seht ja. Bauen kann ich überhaupt nicht.
Habe ich noch nie gekonnt. Oh. Blepp. So. Und so. Möchte nicht schon wieder runterfallen. Da geht mir das Holz aus. Ja, und wenn ich auf die Uhr gucke, sehe ich schon, ich habe nur noch 10 Sekunden. Ja. Das war's mal wieder, liebe Zuschauer. Ich verabschiede mich höflich und herzlich von der Sky Family. Ich bin euer Pox. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein. Bis morgen. Tschüss.